Hallo Leute und herzlich willkommen zu Phasmophobia. Heute leider mal alleine. Ja, und zwar habe ich mir gedacht, wir spielen heute erstmal ein bisschen Phasmophobia, weil ich noch gerade ein bisschen überlegen muss, was ich als nächstes spiele. Und vor allem ist es eigentlich ganz geil, dass wir hier wieder ein bisschen Geld bekommen, weil ihr seht, ich habe nur $39. Das ist nicht so viel und deswegen habe ich gedacht, ja, und die Facecam hat keinen Akku mehr. Das ist zum Kotzen. Naja, zumindest kann ich sie jetzt wieder brauchen. Was machen wir jetzt? Ja, wir spielen jetzt trotzdem einfach mal. Wir nehmen hier das ganz normale Farmhaus. Schwierigkeiten nehmen wir einfach fortgeschritten. Egal, wir sind jetzt halt allein, aber das juckt nicht. Werden wir schon. Wird schon schief gehen. Okay, Leute, wir sind jetzt auch hier back. Beim Farmhaus, ja, halt einfach heute wieder ohne Facecam. Ich weiß nicht, wieso das nicht kommt. Oder nicht will, keine Ahnung. Naja, okay. Unser erstes Ziel ist es natürlich, also zu entdecken, was für ein Geist das ist. Wir müssen mit Räucherstäbchen reinigen, haben wir nicht. EMF-Reader haben wir und ein Foto können wir auch machen. Ich nehme diese Lampe mit, das Buch erstmal und auch noch den EMF-Reader. So, dann gehen wir mal. Hallo? Gehen wir erstmal rein, gucken erstmal die, checken mal die Lage, okay. Okay, werde ich jetzt wahrscheinlich noch nicht wirklich viel sehen, weil es ist gerade nur dieses Schwarzlicht, das ich hier habe. Ich gehe hier mal in die Küche, weil hier ist er, oder war er bisher fast am meisten, wenn ich mit Kollegen gespielt habe oder so. Ich schmeiß das Buch jetzt einfach mal hier hin, so. Und den EMF Reader auch. Perfekt. Und als nächstes nehmen wir noch das hier, das. Und die Kamera, mit die können wir jetzt leider noch nicht mitnehmen, aber wir müssen wahrscheinlich sowieso erstmal noch mal zurück. Ich will jetzt einfach erstmal kurz alles reinbringen, damit wir alles drin haben, das wir benötigen. Oh, guck mal, die Geisteraktivität war immerhin schon ein bisschen bei 3, so. Ich habe jetzt auch die Taschenlampe, dann sehen wir auch was. Ja, ein bisschen was. Okay, Leute, ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal durch jeden Raum, checken das mal. Hier mache ich noch kurz das Wasser raus. Checken mal jeden Raum mit dem EMF-Reader ab. Oh, das war unnötig. Mit dem EMF-Reader checken wir erstmal jetzt. Ja, wie gesagt, den Raum ab, dann haben wir gleich einen Überblick, ob irgendwo irgendwas sein könnte. Genau, das ist auch immer relativ nice. Okay, das war sie jetzt auch noch klar. Ich habe euch wahrscheinlich die Facecam am Anfang gar nicht reingeschnitten, weil es war wirklich nur gerade für die Anmoderation. Aber scheinbar funktioniert sie jetzt immerhin wieder. Nur hat sie halt im Moment gerade keinen Akku. Nice. Das ist, ja, das Problem. Okay, Leute, ich bin jetzt auch direkt schon mal oben. Vielleicht finden wir hier etwas. Oh, hier ist MF3. Hier war nämlich auch schon die Tür offen. Okay, jetzt ist das EMF aber weg. Oh Leute, wir haben hier sogar EMF4. Ich dachte gerade, die stand hier. Okay, ich würde sagen, wir holen erstmal hier kurz unser Zeugs hoch. Dann platzieren wir hier mal das Buch und so. Hol ich nochmal die Taschenlampe. Hallo? Also, hol ich mal noch diese, nicht die Taschenlampe, dieses Schwarzlicht, genau. Und dann versuche ich mal noch mit dem Geist zu reden. Vielleicht sagt er was. Bei EMF-Ausschlag haben wir auf jeden Fall schon. Hier liegt auch ein Knochen, alles klar. Fotografieren wir den doch direkt. Und nehmen wir den noch mit. Okay, Leute, ich versuche jetzt dann mal mit dem Geist zu sprechen, sobald wir wieder in dem Zimmer sind. Hallo? Kannst du mich hören? Wer bist du? Okay, nichts erkannt. Das heißt, er spricht sehr wahrscheinlich nicht mit uns. Das Buch platziere ich immer hier auf dem Boden, in den Schuhen. Dann hole ich jetzt mal noch den Rest. Oh, okay, sie hat ins Buch geschrieben. Oder er, ich weiß ja nicht. Ich packe jetzt... Boah, ich hätte gerade schwören können, ich hätte was gehört. Eieiei. Okay, wir stellen jetzt hier mal die Kamera auf. Dann gehen wir in den Van, um ein bisschen unsere Dings aufzuladen. Unsere Sanity. Und ja, dann gehen wir wieder hoch. Okay, Leute, wir sind draußen. Wir haben es geschafft. Also, ich war die ganze Zeit so angespannt. Eieiei. Oh Gott, okay. Auf jeden Fall, ja, gucken wir. Okay, die Dings war aber immerhin 5 vorhin. Okay, die Sanity geht noch relativ... wollte ich gerade sagen, naja, okay. Die Sanity geht auf jeden Fall noch relativ klar. Okay, ja, in diesem Raum, fetten Raum da oben. Leuten denn diese... Ah, das sind Türen. Okay, wir können jetzt hier kurz switchen, Alter. Okay, und zwar müssen wir jetzt gucken, ob wir Geister absehen, denn das sind schon mal so kleine Kügelchen, die über den Bildschirm fliegen. Und die findet man, glaube ich, dann überall. Ich glaube, ich sehe keine. Sieht man die so? Ja, nee, ich sehe auch so keine. Okay, das heißt ja dann wohl, wir können Geisterorb... Warte mal, wie heißt das eigentlich? Okay, wir können sicher mal schon das Buch eintragen. Kann also Spirit, Revenant, Shade, ein Dämon oder ein UJ sein. Ohne auch noch, Digga, es sind ja noch so viele. Okay, ja, das hat logischerweise keinen Wert, das hier schon. Okay, scheiße, das sind noch voll viele, ey. Okay, ja, dann müssen wir noch mal da hin.
Tja, ich höre die ganze Zeit Dings. Okay, machen Sie ein Foto vom Geist. Okay, das erste und das vierte können wir vielleicht sogar noch schaffen. Okay. Ja, die Sanity ist ja trotzdem noch relativ hoch. Wir haben hier auch alles mitgenommen. Lol. Das Licht ist ausgegangen. Da war ein Geist drauf. Das habt ihr das gesehen, dass da oben geflogen ist? Und ich glaube, dahinter bewegt sich irgendwas. Hinter diesem Vorhang. Oder hinter dieser. Keine Ahnung, was das ist. Jetzt habe ich irgendwie nicht mehr so Bock reinzugehen. Ja, dann können wir aber auch nochmal kurz Geister Orb aufschauen. Hä? Ich höre die ganze Zeit. Hä, es ist ganz gut. Ja, okay, aber wir müssen jetzt halt nochmal rein. Ja, hier war es ja auch wieder hoch. Oh nee, ich habe keinen Bock. Ich würde aber sagen, wir nehmen den Hintereingang, dann können wir gleich wieder das Licht anmachen. Oh Gott. Also ich habe halt auch gegen Kruzifix. Ich kann mich halt null wehren gegen den Geist. Ich habe halt wirklich gar nichts. Wenn es ein Phantom wäre, könnten wir noch Glück haben. Aber das kann sie gar nicht mehr sein. Oh, also bin ich erschrocken. Okay, wir gehen jetzt erstmal wieder vorne rein. Okay, das Wasser ist noch clean. Ja, dann gucke ich jetzt einfach mal in diesem Raum, ob da irgendwas ist. Ich hoffe nicht. Hm. Ja, das Licht geht immer noch nicht. Okay. Oh oh. Er huntet, Leute. Oder er hat gehuntet. Oh, Junge, ist das unheimlich. Okay, wir nehmen wir nochmal diese. Boah. So eine Scheiße aber auch. MF5? Ja. Okay, wir haben sie. MF5. Das könnte ein Shade sein. Alter. Bitte nicht. Ja. Scheiße, Mann. Och, Mann, was hätte ich denn machen sollen? Ich bin ganz alleine. Oh, Mann. Oh, Junge. Aber ich... Leute, ich bin jetzt noch ein Geister. Gibt das überhaupt Punkte? Ich glaube, wir haben einfach den Shade ausgewählt, oder? Es war tatsächlich ein Shade. Lol. Hä, wieso haben wir denn für die Fotos nichts bekommen? Wir haben doch relativ viel sogar gehabt. Okay, naja, Leute. Das war's mit dieser Folge Phasmophobia. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute leider auch wieder alleine. Vielleicht helfen in Zukunft auch wieder die Jungs mal mit. Das war's. Ich werde versuchen, dass in der nächsten oder beziehungsweise dass morgen dann die Facecam wieder dabei ist. Fände ich echt geil. Ja, wir haben immerhin wieder $20 plus gemacht. Keine Verluste, weil wir haben ja logischerweise noch nichts gehabt. Ja, deswegen würde ich sagen, nicht mal so schlecht. Ja, das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.